Ich habe auch gedacht, wir drehen Tatort, aber dann war ich Hannes, er labert wieder Scheiße. Moment. Schön, wenn einer noch ein paar Blätter schmeißen könnte von oben, oder nicht? So, oh, das also ich wäre soweit. Oh, wie so ein altes Ehepaar jetzt. Naja, also wir arbeiten ja tatsächlich hier, wo Leute aus ganz Deutschland Urlaub machen. Wir sind eigentlich eine relativ junge Abteilung mit motivierten Mitarbeitern, muss ich sagen, die auch nach Feierabend angerufen werden können. Der Tag wird so geplant, dass der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, eben in der normalen Arbeitszeit seine Arbeit zu erledigen. Also wir beide jetzt arbeiten jetzt fast 15 Jahre zusammen. Ich bin ein halbes Jahr, glaube ich, vor Matthias hier angefangen bei uns. Und Matthias müsste jetzt im April, glaube ich, sein 15-jähriges Jubiläum haben. Zudem haben wir bei uns in der Abteilung so eine recht flache Hierarchie. Das trägt natürlich auch zum Arbeitsklima bei. Ja, also wir arbeiten ja hier vor unserer Haustür und sind so bescheuert. Also, das kann man vielleicht auch mal ausmachen. Oh, ist beruflich. So, ich bring's mal weg. Ja, also wir haben im Prinzip mehr als genug zu tun und würden uns freuen, wenn da eben noch Mitarbeiter dazukommen, die sich die Arbeit mit uns teilen. Also wichtig wäre eigentlich, dass er motiviert ist, damit umgehen kann, früh aufzustehen, das wäre natürlich auch wichtig, und halt draußen arbeiten kann und einfach ins Team passt. Und der Beruf, den er vorher ausgeübt, ist eigentlich relativ unwichtig, würde ich sagen. Wäre natürlich schön, wenn das passen würde, aber wir haben auch viele Möglichkeiten hier im Unternehmen, die Mitarbeiter zu schulen. Liebe Leute, jetzt alle Tauchhäuser, wie seid ihr hier? Und es ist schön, wenn ihr einen Platz schnacken könnt.